So, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zurück. Und ich habe gerade die Leute in den Boden gestampft von Raven West. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Grid, wir gehen auf Wettkämpfe. Die 24 Stunden passiert das. Von Le Mans sind ein 24-stündiges Rennen auf einer der anspruchsvollsten Teststrecken der Welt, dem renommierten Cirque de la Sarthe. Die Wagen werden für den Wettkampf in 4 Klassen unterteilt. Es werden Preise für die Sieger der einzelnen Klassen sowie den Gesamtsieger vergeben. Das Rennen findet jeweils zum Saisonende statt. Ein Sieg bei diesem Wettkampf ist für jeden Fahrer die Krönung der Saison. Teamteilnehmer. Wenn du teilnehmen möchtest, brauchst du zuerst einmal einen Wagen. Warum sind die alle so, mein Gott, sind die teuer? Auf eBay kaufen. Ganz billig, kann... Egal, muss ich halt teilnehmen. Fahrt vor Spiker. Okay, entweder das oder das. Zweite Position vor Spiker Squadron. Na komm, fahren wir den. Bin ich mal gespannt. Ich darf den verkackten Porsche wieder fahren. Der sich wie Dreck fährt. Ich erinnere mich dran. Der da vorne gehört noch zu meiner Klasse, oder? Er fährt sich wie Dreck. Gott, wie lange muss ich denn durchhalten? Meine Güte, ey, so lange kann ich nicht kommentieren in einem Rennen, das geht nicht. Leute, Le Mans wird die Sonderstellung. What the fuck? Ich hoffe, ich bin Erster. Vor mir fällt Nelson Piquet! Was zur Hölle? Junior, oder? Nichts. Gut. Sehr gut. Dieser Porsche fährt sich wie Dreck. Der rutscht und rutscht und rutscht und rutscht und rutscht. Aber ich muss noch... Oh Gott, ich habe erst 3 Minuten! Das sind aber keine richtigen Sekunden. Das sind weniger als Sekunden. Aber trotzdem, ich werde gut 15 Minuten werde ich jetzt fahren. Und der hinter mir ist nicht in meiner Klasse, der ist in einer anderen Rennklasse. Der ist schneller. Den werde ich nicht die 20 Minuten vor mir halten. So doof bin ich dann auch nicht. Warum ist das ganze Feld an dem dran? Finde ich gar nicht lustig. So. Ich fahre die Kurven ganz ruhig, weil es geht ja nur darum, vor dem ins Ziel zu kommen, nicht irgendwie Anschluss zu den vorderen zu finden. Ich fahre jetzt erstmal ein bisschen sicherer, weil dieser Wagen rutscht und ist unkontrollierbar, wenn er rutscht. Das heißt, ich fliege selber ab, sobald er rutscht. Da kommt Enge angeschossen. Ich muss ihn nicht durchwinken, aber es wäre halt von Vorteil für meine eigene Rennpace auf mein eigenes Team, wenn er vorbeikäme. Das heißt, ich fahre mein Ding und wenn er vorbeikommt, kommt er halt vorbei. Ich wehre mich nicht groß. Oh Gott, das wird Nacht. Wir fliegen inzwischen 6 Stunden in Dorf. So. Die Anzeige ist ja mal richtig geil. So, aber wenn ich das so bedenke, wie viel Geld hier rumliegt. Leute. Wow, wow, wow.
Wie viel Geld hier so frei rumliegt, was die Le Mans-Serie angeht, wie viel Millionen man hier gewinnen kann technisch, denke ich mal, dass ich alles auf Euro-Serie legen werde, weil man dann, denke ich, in den höheren Klassen unter Umständen mehr Geld bekommt. Nein. Warum werfe ich das Auto da weg? Ich bin doof, ey. Jetzt ist das gegnerisch. Die Gegner sind dran. Kacke. Ich sehe die Kurveneingänge nicht mehr. Oh Gott. Lange Gerade, die kommen besser draus. Oh oh. Gibt's hier kein Fernlicht oder was? Gib mir doch Fernlicht! Lasst mich aufblenden! Der kommt viel schneller ran. Der kommt richtig schnell ran. What the heck? Ist das meine Rennklasse hinter mir? Ich hoffe es nicht. Der ist so schnell auf der Geraden. Ist nicht normal, wie schnell der ist. Wie schnell ist der? Der darf nicht in meiner Rennklasse sein, das darf einfach nicht. Bitte lass ihn GT1 sein. Bei GT2 ist die unterste Rennklasse, das heißt, wir sind 4 Fahrer, das heißt ab Platz 12, das ist die hinteren beiden, hinter denen sind, glaube ich, noch eine Rennklasse über mir. Kann das angehen? Ich hoffe es. Ich hoffe es inständig. Aber dahinter ist das ganze Feld. Nein, niemals. Dahinter, das sind alles Gegner. Gott, wir haben gleich erst Halbzeit. Ich überlebe das nicht. So lange konstant fahren. Okay, das war gerade sehr safe gefahren und sehr unsicher. Die sind die gerade noch ein Stück näher rangekommen. Auf der geraden Kassier nämlich unter Umständen. Du hast die Hälfte des Rennens hinter dir. Schön. Ich will, dass es endet. What the fuck? Pisst euch! Ich wink euch doch hier nicht vorbei! Lass es Tag werden! Danke! Danke, danke, danke! Gott! Holy Macaroni! Wenn das hinter mir GT1 ist und ich die schlage, will ich eine Sonderprämie, ey. Das steht mir dann einfach zu. So, meine Güte. Ich muss noch einmal durch diese verkackte Parabolika, die ich so hasse, da hinten. Hinten sind so schnelle Kurven, da komme ich gar nicht gut durch, die anderen aber schon. Diese langen Geraden sind gut, weil die geben mir Zeit. Das ist ja kein Rundenrennen, sondern ein Zeitrennen. Hinten kommen sie schon wieder alle, die Geier. Oh Gott, ey. Ich weiß, dass ihr schneller könntet als ich, aber ihr müsst auch vorbeikommen, ihr Bastarde, ihr blutigen... Oh, ich hasse es. Zwei Sekunden habe ich Vorsprung. Das ist nix. Einmal verbremsen, sie sind vorbei.
Lieber schön gezogen. Also dieses rot gestreute, das ist eigentlich auch nur Teer. Da kann man genauso schnell fahren wie hier, warum auch immer. Sieht halt anders aus und macht halt irgendwie andere Geräusche. Aber es ist tatsächlich dasselbe. Die war gut gezogen. Da hinten kommen sie erst. Vor mir liefern sich wohl Pedro Lamy mit Thomas Engen einen Kampf. Wie es scheint. Es gibt halt auch ganz wenig zu berichten, aber es ist unglaublich spannend für mich. Und ich bin ganz angespannt. Noch 6 verkackte Minuten. Könnte ich schaffen. Normalerweise macht man da Pitstops bei den und lässt die Fahrer tauschen. Man lässt keinen Fahrer 24 Stunden durchfahren. Das kannst du mir nicht erzählen. Das ist Schwachsinn. Le Mans lebt eigentlich von den Boxenstopp-Serien und den guten Mechanikern. Und von einem schnellen Auto und einem guten Fahrer. Aber das war's dann auch. Ich hasse es. Ich hasse diesen Abschnitt. Weil ich da immer Zeit liegen lasse. Warum auch immer. Und wie auch immer. Und den Abschnitt davon mag ich auch nicht. Weil wenn ich da einmal andetsche, ist vorbei. So langsam kann ich den aber. So, noch 4 Minuten. Das muss jetzt reichen. Auf der Geraden sollte das Rennen dann irgendwann enden. Oh Gott, die Musik. Oh Gott. Nein! Der Wagen fährt sich wie Dreck. Guckt euch das mal an. Was ist das? Ich verschmeiße die ganzen Rückblenden. Was ist das? Dieser Wagen, den kann man nicht durch die Kurve bewegen. Sind die Reifen abgenutzt oder was? Schon. Lass mich das einfach nur überstehen. Lass mich das einfach nur überstehen. Da kommt gleich noch eine lange Gerade nach der Kurve. Mit einer kleinen Knick in der Kurve, aber das geht alles noch. Ich will nur nicht durch die schnellen Kurven nochmal müssen. Dann sterbe ich. So, noch gut 1,5 Minuten jetzt. Weil das ja keine Sekunden sind. Oh Mann. Ich muss mal wieder auf KMH umstehen. Irgendwie stellt es sich immer nach jedem Neustart auf MPH um. Warum auch immer. Okay. Noch 1 Minute. Eine Minute. Ich schaff das. Ich schaff das. Ich kann das schaffen. Der Wagen fährt sich wie Kacke, aber es ist egal. Es sind nur noch 15 Sekunden. Go. Das ist es. Das ist der Sieg. Oh. Puh. Leute, ich kann da nichts zu sagen. Nichts. Deswegen genießt einfach, was jetzt kommt. Oh. Gut gemacht.
der Fahrerbestenliste hängt vom weltweiten Ansehen ab. Die Liste enthält sämtliche Fahrer der Welt. Wer an die Spitze gelangen will, muss sich in den verschiedenen Regionen einen Namen machen, in dem er Wettkämpfe besteht. Schön. In der Teambestenliste sind sämtliche Teams der Welt nach ihren Saisoneinnahmen aufgelistet. Je mehr man also eingenommen hat, umso weiter oben steht man. Zu den Saisoneinnahmen gehören Preisgelder, Zuwendungen durch Sponsoren und sämtliche Gewinne, die durch Teamkollegen eingefahren wurden. Schön. Saison 2. Mal sehen, ob wir uns gegenüber der letzten Saison nicht steigern können. Oh, da muss ich ganz schnell rein. Euer Lenny ist erstmal over and out.